Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kollegen aus dem Deutschen Bundestag und dem Baden-Württembergischen Landtag, sehr geehrter Herr Professor Höll, Frau Dickieser, Frau Seitz, liebe Preisträgerinnen, liebe Absolventinnen und Absolventen, verehrte Gäste. Es affiziert mich alles, was in der Welt vorgeht. Politik, Literatur, Menschen. Über alles denke ich in meiner Weise nach, was ich dann durch Musik Luft machen, einen Ausweg suchen will. Die erste Hälfte dieses schönen Satzes könnte von mir sein, die zweite Hälfte nicht. Tatsächlich stammt der Satz von Robert Schumann, mit dessen grandioser Klavierfantasie in C-Dur diese akademische Feier zu meiner großen Freude heute Nachmittag begonnen hat. Denn Robert Schumann war mein erster Lieblingskomponist. Von denen gibt es inzwischen ein paar mehr. Er war der Schwarm meiner Jugend, dessen Biografie mich ähnlich beeindruckt hat wie seine Kompositionen, mit durchaus ansteckender Wirkung. Ich habe dann früh begreifen müssen und glücklicherweise rechtzeitig eingesehen, dass meine Begeisterung für Musik, meine Begabung zur Musik deutlich übertrifft. Deshalb mache ich mir nicht durch Musik, sondern durch Reden Luft. Wenn es sein muss, oder wenn ich eingeladen werde, wie heute Nachmittag, und für diese Einladung, sehr geehrter Herr Rektor, möchte ich mich herzlich bedanken. Ich soll und will über Kulturstaat und Bürgergesellschaft sprechen und über das ebenso komplizierte wie nicht auflösbare Spannungsverhältnis von Politik und Kunst. Dazu gibt es beachtliche und besorgniserregende Befunde, erfreuliche und unerfreuliche Entwicklungen. Von beiden will ich reden, auch wenn ich es naturgemäß eher exemplarisch als enzyklopädisch tun kann und will. Jedenfalls will ich zu diesem Thema ein paar Anmerkungen machen, die vielleicht auch über den heutigen Nachmittag hinaus den ein oder anderen von Ihnen weiter beschäftigen mögen. Beginnen will ich mit dem schwer bestreitbaren Befund: Es gibt viele große Kulturnationen, aber es gibt nur wenige Staaten, die für Kunst und Kultur absolut und relativ so viel Mittel einsetzen wie Bund, Länder und Gemeinden in Deutschland. Da wir im Augenblick aus genannten Gründen eher eine umgekehrte Diskussion führen, gehört es zu einer halbwegs vollständigen Bestandsaufnahme, mit dem Hinweis zu beginnen, dass in Deutschland über 90% der Kulturausgaben, jedenfalls in einem anspruchsvollen Verständnis von Kultur, aus staatlichen Haushalten aufgebracht werden. Weniger als 10% von Privatpersonen, Stiftungen, gemeinnützigen Organisationen und Sponsoren, deren Beitrag zur Finanzierung von Aktivitäten und Initiativen hoch willkommen
und in vielen Fällen auch völlig unverzichtbar ist, deren Anteil an der Gesamtfinanzierung der deutschen Kulturszene inzwischen aber maßlos überschätzt wird. In absoluten Beträgen stellen die öffentlichen Haushalte von Bund, Ländern und Gemeinden in Deutschland etwa 9 bis 10 Milliarden Euro pro Jahr für Kunst- und Kulturförderung zur Verfügung. Dazu kommen noch einmal etwa 1,5 Milliarden Euro für auswärtige Kulturpolitik, also für die Vermittlung deutscher Kunst und Kultur im Ausland. Das ist eine Menge Geld. Aber durchaus übersichtlich, denn umgerechnet auf die Köpfe dieses Landes sind das gerade einmal 130 Euro pro Jahr, die sich im Übrigen, was ein anderes schönes Thema zur Eintrübung einer Festveranstaltung wäre, sehr ungleichmäßig über das Land verteilen, mit einem ebenso auffälligen Ost-West-Gefälle wie Süd-Nord-Gefälle. Diesem Hinweis auf die Größenordnung will ich einen zweiten Hinweis hinzufügen. Öffentliche Ausgaben müssen sich rechtfertigen. Kulturausgaben auch, ganz selbstverständlich. Zur Konsolidierung öffentlicher Haushalte sind Kulturetats dagegen völlig ungeeignet. Dafür ist nämlich ihr Anteil an den Gesamtausgaben zu gering und ihre Bedeutung zu hoch. Relativ zu den Gesamtausgaben der öffentlichen Haushalte betragen die Kulturausgaben in Deutschland 1,7%. Weniger als 1% beim Bund, der verfassungsrechtlich eigentlich auch keine Zuständigkeit hat. Etwas weniger als 2% bei den Ländern, etwas mehr als 2% bei den Gemeinden. Der Anteil der Kulturausgaben in dem gerade vorgetragenen Sinn an unserem Bruttoinlandsprodukt beträgt überschaubare 0,4%. Das ist jedenfalls keine Größenordnung, bei der Künstler und Kulturfreunde in eine geradezu psychedelische Stimmung geraten. Und es ist eben auch keine Größenordnung, bei der Kämmerer und Finanzminister ernsthaft in Depressionen verfallen müssten. Kunst- und Kulturförderung sind eine öffentliche Aufgabe, jedenfalls in Deutschland. Das ist übrigens auch nicht so selbstverständlich, wie es uns erscheint, weil es bedeutende Länder gibt, die mit durchaus beachtlichen Gründen Kunst- und Kulturförderung zwar für wünschenswert, ganz sicher aber nicht für eine öffentliche Aufgabe halten, mit übrigens handfesten Folgen für die Struktur der jeweiligen Kulturlandschaft. Das in Deutschland im Kern unangefochtene Verständnis einer Gemeinschaftsaufgabe öffentlicher Hände würde es im Übrigen in dieser Form vermutlich nicht geben, wenn es nicht durch die komplizierte deutsche Geschichte über Jahrhunderte so gewachsen wäre, die über eine beinahe unübersehbare Zahl von Klein- und Kleinstaaten erst spät zum Nationalstaat gefunden hat. Ökonomisch gesprochen ist der deutsche Kulturstaat gewissermaßen der Windfall-Profit der deutschen Kleinstaaterei. Ohne Letzteres würde es diesen Kulturstaat so gar nicht geben. Das Selbstverständnis als Kulturstaat bedeutet aber nicht, dass die Zuständigkeit für Kunst und Kultur in erster Linie beim Staat zu suchen und dort verankert wäre,
Aber es kommt in diesem Selbstverständnis die Überzeugung zum Ausdruck, durch die sich Deutschland in mancherlei Weise vom Selbstverständnis anderer bedeutender Staaten und Gesellschaften innerhalb der Europäischen Gemeinschaft und darüber hinaus unterscheidet. Nämlich die über Jahrhunderte gewachsene Überzeugung, dass die Förderung von Kunst und Kultur ganz wesentlich eine öffentliche Aufgabe ist. Und weil es so ist, und übrigens auch nur so lange, wie das so bleibt, ist die flächendeckende Versorgung mit Konzerten, Theatern, Museen und Bibliotheken in Deutschland besser als in irgendeinem anderen Land der Welt. Man könnte zu dieser von vielen Kunst- und Kulturfreunden weltweit ja immer wieder gerühmten, bewunderten, nicht selten auch beneideten deutschen Kunst- und Kulturlandschaft jetzt viele eindrucksvolle Zahlen vortragen. Ich begnüge mich mit dem Hinweis, dass nach den Datenbanken des Deutschen Musikinformationszentrums wir allein in Deutschland über 10.000 Initiativen und Institutionen im Musikbereich haben. Deutschland ist das Zahl mit der weltweit größten Zahl von professionellen Musikern, Musikpädagogen, Laiengruppierungen, Musikstudenten, Musikschülern, übrigens auch Musikkritikern, denen Georg Kreisler in seinem einschlägigen Titel sprachlich wie musikalisch einen schwer überbietbaren Ausdruck verschafft hat. Es gibt in Deutschland gegenwärtig über 130 öffentlich getragene Sinfonieorchester, über 80 Musiktheater. Man muss lange laufen auf diesem Globus, um einen ähnlichen Bestand zu finden. Allerdings zur ganzen Wahrheit gehört, in den letzten 20 Jahren ist die Zahl der Planstellen in deutschen Orchestern um etwa 20% zurückgegangen. Das hat nicht nur, aber insbesondere mit der in Anführungszeichen Flurbereinigung in der früheren DDR zu tun, wo in allerdings erstaunlich kleinen Räumen und Städten ein erstaunlich großes Angebot an professionellen Ensembles bestanden hat, mit denen, das muss man fairerweise einräumen, die Finanz- und Wirtschaftskraft der jeweiligen tragenden Städte und oder Länder nicht korrespondierte. Orchesterlandschaft gehört im Übrigen zu den schönen deutschen Worten, die sich überhaupt schwerlich in eine andere Sprache übersetzen lassen. Auch deshalb, weil sich zur deutschen Orchesterlandschaft weltweit kein Pendant findet. Deutschlands Orchesterlandschaft, und da befinde ich mich jetzt gewissermaßen auf der virtuellen Brücke zwischen Errungenschaften und besorgniserregenden Entwicklungen. Deutschlands Orchesterlandschaft blüht auch und gerade dank unserer fabelhaften Rundfunk-Sinfonieorchester, die es anderswo auch nicht gibt, oder so nicht gibt, schon gar nicht in dieser Menge und dieser Qualität, und deren Existenz sich aus dem Kulturauftrag der gebührenfinanzierten Sender herleitet. Nun soll wieder alle künstlerischen Empfehlungen und kulturpolitischen Verantwortlichkeiten ab 2016 eines dieser Orchester verschwinden. Die Fusion des SWR-Sinfonieorchesters Baden-Baden-Freiburg und des Radio-Sinfonieorchesters Stuttgart ist beschlossene Sache. Von Aufsichtsgremien, die zweifellos zuständig, aber offensichtlich nicht hinreichend kompetent sind. Mir ist jedenfalls aus jüngerer Zeit keine ähnlich
unsensible Fehlentscheidung und schon gar kein so verheerendes kulturpolitisches Signal eines öffentlich-rechtlichen Senders in Erinnerung, der das Privileg der Gebührenfinanzierung seinem besonderen gesetzlichen Informations- und Bildungsauftrag verdankt. Dass in der Musikwelt das Entsetzen groß und einhellig ist, kann ich wirklich überraschen. Als bekennender Musikliebhaber und öffentlich-rechtlicher Gebührenzahler schließe ich mich diesem Entsetzen ausdrücklich an. Die beschlossene Fusion, ist mindestens unter zwei Aspekten fatal. Erstens geht natürlich wie immer in solchen Fällen ein Stück kultureller Vielfalt verloren, wenn zwei traditionsreiche, auch international renommierte Klangkörper zwangsweise verschmolzen werden. Mir ist im Übrigen kein einziges Beispiel bekannt, dass eine Orchesterfusion die Verbesserung der Qualität zur Folge gehabt hätte. Auf die Idee kann im Übrigen auch nur jemand kommen, der selten ein Orchester gehört und sicher nie in einem solchen gespielt hat. Dabei muss man im konkreten Fall im Blick haben, dass es sich nicht nur um zwei der allesamt hervorragenden deutschen Rundfunksymphonieorchester handelt, sondern um zwei Klangkörper mit ausgesprochen individuellem Charakter und Profil. Darunter mit dem SWR-Sinfonieorchester Baden-Baden und Freiburg, das national herausragende und auch international hoch anerkannte Ensemble für zeitgenössische Musik. Mehrere hundert Werke zeitgenössischer Komponisten hat dieses Orchester uraufgeführt. Und ich will gar nicht wissen, wie viele dieser Kompositionen nie aufgeführt worden wären, wenn es dieses Orchester nicht gegeben hätte. Nun soll es ausgerechnet in dem Jahr, in dem es 70 Jahre alt wird, als eigenständiger Klangkörper aufhören zu existieren, obwohl alle Sachverständigen geradezu beschwörend erklären, dass es in seiner besonderen Funktion unersetzlich ist. Der zweite unheilvolle Aspekt dieser Fusion ist die Tatsache, und ich soll über Politik und Kunst und deren Verhältnis reden, dass ein öffentlich-rechtlicher Sender, keine private Anstalt, sehr bewusst ausgerechnet seine Orchesterförderung zurückfährt. Nun kann man zugegebenermaßen darüber streiten, ob die Unterhaltung von Orchestern zum Kerngeschäft von Rundfunkanstalten gehört. Interessanterweise streiten die mit ihren Gremien nie darüber, ob die Unterhaltung zu ihren Kerngeschäften gehört. Etwa 5 Millionen soll laut Berichten mit der Fusionierung beider Orchester eingespart werden. Das ist gemessen am Gesamtbudget für den Sender nicht viel, für das Orchester existenziell. Das ist im Übrigen nicht nur, wie immer in solchen Fällen, ein Debakel für die betroffenen Orchester, die Musiker, die Städte, in denen die Orchester beheimatet sind, die Konzertbesucher. Auch für die Sender sind die Folgen schwerwiegend. Und ich fürchte, dass die Konsequenz der Entscheidung in den Gremien nicht bis zu Ende gedacht wurde. Die drastische Kürzung in einem Sektor, der die Gebühren rechtfertigt, verschärft nämlich die ohnehin vorhandenen Legitimationsprobleme der öffentlich-rechtlichen Sender. Zumal in anderen Bereichen, in denen sich mir der besondere Bezug der Rundfunkanstalten zu ihrem gesetzlichen Auftrag nicht in gleicher Weise erschließt,
immer wieder erstaunliche, sehr viel höhere Summen ausgegeben werden. Zweifellos spricht die Übertragung von Sportereignissen, von Unterhaltungsformaten oder der unzähligen Talkshows eine größere Menge von Zuschauern an, für die es aber bei den privaten Rundfunk- und Fernsehanstalten hinreichende Angebote gibt. Deshalb finden künstlerisch anspruchsvolle Literatur-, Theater- oder Musikproduktionen entweder im gesetzlich verankerten öffentlichen rechtlichen Rundfunk statt oder gar nicht. Wonach unterscheidet sich eigentlich der Südwestrundfunk von anderen Rundfunk- und Fernsehanstalten, wenn er ein Orchester aufgibt, das es nirgendwo sonst in Deutschland gibt? Ich verkenne weder die wirtschaftlichen Notwendigkeiten und die damit verbundenen Sparmaßnahmen, noch die veränderte Wettbewerbslage der öffentlich-rechtlichen Sender, deren Programmangebote längst immer stärker von den Privaten präjudiziert werden und nicht umgekehrt. Die Programmgestaltung wird von den einen wie den anderen Sendern immer stärker durch die Quote bestimmt, immer seltener durch einen besonderen Kultur- und Bildungsauftrag, den die Öffentlich-Rechtlichen aber gesetzlich haben. Was ich den Rundfunkanstalten empfehle zu bedenken ist, je weiter ein öffentlich-rechtlicher Sender sich von seinem im Staatsvertrag geregelten Auftrag entfernt, je weniger er sich vom üblichen Masseangebot unterscheidet, desto dünner wird die Rechtfertigung für Gebühren. Längst ist eine Überprüfung überfällig, inwieweit der öffentlich-rechtliche Rundfunk seinem Kulturauftrag noch in seiner ganzen Breite nachkommt. Und es soll, Herr Oberbürgermeister, in Karlsruhe ja eine Einrichtung geben, für diese Art von Überprüfungen befugt und in der Lage ist. Jedenfalls sehe ich, und das sage ich jetzt nicht nur mit besonderer Sympathie für Orchester im Allgemeinen und Rundfunkorchester im Besonderen, jedenfalls sehe ich mit Sorge, wie die öffentlich-rechtlichen Anstalten zunehmend dabei sind, genau den Ast abzusägen, auf dem sie sitzen. Dennoch, meine Damen und Herren, mache ich mir offen gestanden über den Bestand der deutschen Kunst- und Kulturszene keine besonderen Sorgen, weil sie so vital, so stabil, so historisch gewachsen ist, dass sie manche Fehleinschätzungen und Verirrungen überstehen wird. Nach meiner festen Überzeugung ist die deutsche Kulturlandschaft weniger in ihren Blüten bedroht als vielmehr in ihren Wurzeln. Was notleidend geworden ist, ist der Zustand kultureller Bildung in diesem Lande. Und wenn wir mehr Zeit hätten und es sich heute Nachmittag nicht eigentlich um eine Festveranstaltung handelte, wäre zu diesem Thema manch betrüblicher Befund vorzutragen. Was die Fehlzeiten musisch-ästhetischer Bildung in unserem öffentlich-rechtlichen Schul- und Bildungssystem angeht. Die scheinbare Selbstverständlichkeit, mit der mit zunehmender Erleichterung zur Kenntnis genommen wird, dass nach mehreren Jahren, in denen überhaupt kein Musikunterricht erteilt werden konnte, er ab sofort fachfremd erteilt wird. Weil für diesen Teil der Ausbildung nicht die gleiche Professionalität als selbstverständliche Voraussetzung reklamiert wird, die für jeden Sprachunterricht, die für jede technische oder naturwissenschaftliche Unterweisung für völlig unverzichtbar gehalten würde. Der Staat, meine Damen und Herren, ist, was Kunst- und Kulturförderung angeht,
Der Staat ist nicht für Kunst und Kultur zuständig, sondern für die Bedingungen, unter denen sie stattfinden und sich entfalten können. Und das ist eben nicht dasselbe. Die wichtigste Aufgabe des Staates gegenüber Kunst und Kultur ist die Sicherung freier Entfaltungs- und Gestaltungschancen. Welche Gedichte und Romane geschrieben? Welche Theaterstücke in welchen Kulissen wie inszeniert werden? Welche Bilder gemalt und welche Skulpturen geschaffen werden? Welche Ausstellungen konzipiert werden? Geht die Politik nichts an. Politik hat mit Urheberrecht zu tun, nicht mit Literatur. Mit Künstlersozialversicherung, nicht mit bildender Kunst. Der Zweck der Kulturpolitik ist Kultur, nicht Politik. Ich habe deswegen mehrfach zur Frustration mancher Kollegen darauf hingewiesen, dass die wahrscheinlich wichtigste Qualifikation eines Kulturpolitikers die Einsicht in die eigene Bedeutungslosigkeit ist. Die Souveränität, hartnäckig und fröhlich daran zu arbeiten, dass andere die notwendigen Bedingungen für die Entfaltung ihrer Kreativität haben. Sie werden geahnt haben bei der Ankündigung des Themas, einfach ist das Verhältnis von Politik und Kunst sicher nicht. Wird es auch nie. Politik und Kunst sind keine natürlichen Zwillinge. Ihr Verhältnis gilt allgemein als schwierig. Es muss geradezu gespannt sein, um nicht unter Verdacht zu geraten. Völlig unabhängig von wechselseitigen Sympathien oder Antipathien beteiligter Künstler oder Politiker, die es auch geben soll, geht es im Kern um die Unvereinbarkeit der jeweiligen Orientierungen. Die Politik muss zu Kompromissen bereit und in der Lage sein. Die Kunst nicht. Die Kunst riskiert mit der Bereitschaft zum Kompromiss ihre innere Legitimation, die Politik umgekehrt verspielt, wenn sie im ideologischen Eifer ihre Fähigkeit zum Konsens durch Relativierung von Interessen verliert. Politik ist nicht mit ästhetischen Kriterien zu organisieren. Kunst dagegen kann nicht nach politischen Gesichtspunkten stattfinden. Bemühungen, sich über diese eigenen Gesetzlichkeiten hinwegzusetzen, führen fast zwangsläufig zu offener oder verdeckter Zensur, Propaganda oder Protektion, für die es auch und gerade in der jüngeren deutschen Geschichte viele abschreckende Beispiele gibt. Fast zum Schluss will ich Ihnen auch eine Beobachtung nicht ersparen, die nicht immer gleich auffällt, aber bei genauem Hinsehen auch schwer zu übersehen ist. Nirgendwo in keinem anderen Bereich der Gesellschaft ist die Distanz zum Staat so groß und so demonstrativ und zugleich die Erwartung der Alimentierung durch den Staat so ausgeprägt wie im Bereich von Kunst und Kultur. Das scheint intellektuell weder besonders originell noch moralisch von bestechender Größe, ist aber eine weit verbreitete Attitüde. Und worauf es in diesem Zusammenhang ankommt, sie ist berechtigt. Die Kunst hat einen Anspruch gegenüber dem Staat. Jedenfalls dann, wenn der ein Kulturstaat sein will. Nicht aber der Staat gegenüber Kunst und Kultur. Mit anderen Worten, der Kunst kann der Staat egal sein, dem Staat die Kunst nicht und die Kultur schon gar nicht. Von Wolfgang Grimm, den man in dieser Stadt und in diesem Saal
besonders gerne zitiert? Gibt es einen ähnlich schönen Satz wie den von Robert Schumann, mit dem ich begonnen habe? Er lautet wie folgt: Wenn es eine Tradition gibt, der ich mich angehörig fühle, so ist es diese: Kunst als Freiheit zu verstehen. Aus Freiheit entstanden, zur Freiheit verpflichtend. Das, meine Damen und Herren, ist präzise der Zusammenhang zwischen Kulturstaat und Bürgergesellschaft. Jedenfalls sollte es der Zusammenhang sein. Eine freiheitliche Gesellschaft benötigt sowohl eine demokratisch gewählte Regierung und ein politisch verantwortliches Parlament als auch eine aktive Bürgergesellschaft. Das jeweils eine kann das jeweils andere nicht ersetzen. Wenn diese wechselseitige Unverzichtbarkeit in der Verbindung und Zuordnung von Bürgerengagement und verfassten demokratischen Institutionen im Allgemeinen zutrifft, dann gilt dieser Zusammenhang in besonderer Weise für den Bereich von Kunst und Kultur. Kunst als Freiheit verstanden, aus der Freiheit entstanden und zur Freiheit verpflichtend. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.